Willkommen, Freunde, zurück bei The Witcher 3. So, bevor wir jetzt irgendwas machen, werden wir erstmal die Axt reparieren. Haben wir da vielleicht was Besseres in der Zwischenzeit? Dass ein Silberschwert was besser ist, okay. Dann der hier drauf. Irgend so Vergiftung. Wir tauschen das mal aus. Die Dinger konnte man da drauf packen. Was haben wir denn hier so schön? Das wartet mal eben. So, was ist das hier? Zeichenintensität. Hier haben wir 7 Stück von. Und das mal da drauf. So. Hier haben wir auch 7. Kommt auf Betäubung. Und hier haben wir 8 von. Chance auf Einfrieren. Komm, einfach mal alles drauf. So. Aber eigentlich wollte ich ja gucken, ob wir. Das können wir ab nächsten Level benutzen. Okay. Wir haben so viele Silberschwerter. Das ist eine Stahlwaffe. Ja, gut, da haben wir nichts Besseres. Dann werden wir das hier mal geschwind reparieren. Haben wir noch? Und hier hatten wir im letzten Part noch was. Was wollte Klang machen? Mit dem Jäger sollen wir reden. Du suchst Ärger. Lass es bleiben. Der kommt schon von allein. Ich suche keinen Ärger, meist findet der Ärger mich. Hi. Was denn? Ich bin wegen des Auftrags hier. Hast du eine Ahnung, was für ein Monster es ist? Nein. Aber es muss ziemlich groß sein. Es hat ein Dutzend Wölfe gerissen und ausgeweidet. Aber das meiste hat es übrig gelassen. Das heißt, dass es aus Bosheit tötet. Nachts hört man es wild heulen und bellen. Die Leute trauen sich nicht mehr in den Wald, obwohl das Dorf hungert. Was zahlst du denn? Ich kann mich um das Monster kümmern, aber nicht kostenlos. Wie viel willst du? Mal gucken, was er sagt. Das können wir dir zahlen. Okay. Gut, ich Ich kümmere mich weiß bei darum. den. Das Glück war uns hold, als es dich hergeführt hat. Gute Jagd wünsche ich. Ich bin mir bei den Lass Sachen es bleiben. irgendwie Der kommt schon von allein. nicht so sicher, wie hoch man da gehen kann. Noch einer? Verschwinde! Ihr Hexer macht nur Ärger. Das Dorf hat genug ertragen. Oh, der hat sogar noch einen Auftrag danach. Okay. Heute haben gestern zum Reichlich sammeln. Dann schauen wir mal, was das für ein Monster ist. Es heult wild und bellt. Klingt für mich jetzt nach einem Werwolf oder sowas. Aber. Na, schauen wir uns mal an. Hier liegen die toten Wölfe. Das Monster hat das ganze Rudel getötet. Und hier sind Spuren. Groß, richtig groß. Da vorne liegt auch was. Das sehe ich doch von hier. Das ist ein totes Reh. Okay, warte mal, wo? Hier sind die Spuren. Irgendwie immer ein Stück gegangen. Es sieht so aus, als wäre es immer ein Stück gegangen und dann. Hat ganz schön viel Fell am Stamm gelassen. Der Geruch ist noch da. Der Geruch ist noch da. Der Geruch ist noch da. Ach, hier. Da haben wir den Geruch. Und das ist auf. Das war nur ein Hase. Ich muss einen anderen Weg finden. Stinkt nach Biersscheiße. Ja, alt und vertrocknet.
Der Bias ist schon länger in der Gegend. Ein Bias. Da ist er drin. Müssen wir mal gucken, dass wir da einen Weg reinfinden. Mal schauen. Okay, gibt es irgendwo eine Höhle? Einen Höhleneingang? Wird jetzt so nicht angezeigt. Gut. Von hier oben rein. Da drin, wenn wir direkt an dem Baum da runter. Vielleicht kommen wir dann rein. Jo, perfekt. Er ist tot. Noch nicht lange tot. Was es wohl umgebracht hat? Jetzt nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Radovid der Fünfte. Der Gestrenge, ja. Der steinige Pfad zur Größe. Was uns zum Beinamen des derzeitigen Herrschers von Redanien bringt, der Gestrenge. Nun, wollen wir die Ursache und Folgen dieses Beinamens erörtern. Erstens steht fest, dass die Wurzeln von Radovids Strenge sicherlich in seiner Kindheit liegen. Radovid wurde 1255 als Kind von König Wisimir und Königin Hedwig geboren und sofort der Obhut der Holzzauberin Philippa Eilhard übergeben. Während sicherlich niemand an ihren Fähigkeiten als Hauslehrerin zweifeln würde, kann man sich allerdings Philippa Eilhard kaum als warmherzige Bezugsperson für ein kleines Kind vorstellen. Und die harten Lektionen, die sie Radovid sicherlich erteilte, haben eine bleibende Wirkung auf ihn hinterlassen. Was war der nächste Schritt auf Radovids Weg zur Strenge? Der Tod seines Vaters, als er 13 Jahre alt war. Obwohl Gerüchte besagen, dass sich Vater und Sohn kaum kannten, führte allein die Vorstellung, in einem so jungen Alter und unter solch schwierigen Umständen sein Erbe antreten zu müssen, unweigerlich zur Abhärtung. Letztendlich war es die Regentschaft, die bei Radovid eine große Strenge hervorrief. Unter der Leitung von Dijkstra von Dreiberg vermittelte der Regentenrat Radovid eine Art der Politik, die seine aggressiven, kompromisslosen und von Staatsreisern geprägten Prinzipien noch verstärken.
Das sind die Gründe für Raduids Temperament. Und jetzt kommen wir zu den Folgen. Die meisten Erscheinungsformen seines strengen Verhaltens sind uns wohl bekannt. Die Berufung des Ordens der Flammenrose zu seiner bewaffneten Vollstreckung. Die spätere Unterstützung der Hexenjäger bei ihrer Verfolgung und das Massaker in Lokmuin, nur um einige Beispiele zu nennen. Dennoch hat sich Raduid im Kampf gegen Nilfgaard als wirklich streng erwiesen, während sich die Truppen der anderen Reiche unter den Ansturm des Kaiserreichs auflösten, stärkte er sein Königreich und übernahm das Kommando über die Truppen des Nordens. Inzwischen sind sie jedoch alle scharfsichtigen Beobachtern des Nordens einig. Egal welche Meinung sie zuvor von ihm auch gehabt haben mögen, Raduid der Fünfte, der Gestrenge, ist das letzte Bollwerk des Nordens gegen Emrys wachsende Macht. Und wir haben Schema gefunden. Noch eine Spur, aber sie ist zu klein für einen Bies. Die haben beide viel Blut verloren. Pfotenabdrücke. Der Kampf hat eine Weile gedauert. Okay. Hier ist noch was. Ich wollte gerade sagen, irgendwo muss ich was übers Buch. Blutige Fellstücke. Das zweite Biest hatte eine andere Farbe. Ein Short, das muss es sein. Hat wohl mit dem Bies um sein Territorium gekämpft. Ich muss ihn irgendwie herlocken. Bereite Köder mit Hilfe des alchemistischen Rezepts vor. Welches Rezept? Krähenaugen. Wo soll ich die denn finden? Ja. Geht meine Güte. Ich glaube, wir müssen mal gucken. Dass wir wo genau. Vielleicht finden wir ja da was. Los, los! Wir brauchen Krähenaugen. Ich hoffe, ich kann mir die kaufen, weil sonst wüsste ich jetzt nicht, wo ich die jetzt auf die Schnelle herkriegen sollte. Bin gestern zum Reisigsammeln in den Wald gegangen. Oh, hast du nicht gehört, was der Jäger gesagt hat? Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Und womit soll ich die Hütte heizen? Ach, der hier, hi. Was? Hast du was Interessantes? Ich hoffe, der hat das. Hat er nicht. Das habe ich schon gelesen. Na gut, das hat er. Er hat nicht das, was wir brauchen. Okay. Leb wohl. Das ist ja blöd. Vielleicht. Sonst. Sei gegrüßt. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Auch nicht.
Shit. Wo kriege ich denn die jetzt her? Leb wohl. Oder... Krillenaugen. Ja, mit dir reden wir später. Ich habe meine Kleinen gestern zum Pilzepflücken geschickt. In den Wald? Alleine? Du weißt doch, wo es ist. Sie können Männer zu stoppen. Verlässliche Waffen. Zeig mir deine Waffe. Der hat sowas bestimmt nicht. Nö. Na toll, jetzt kann ich nicht weiter. Ach, das ist doch doof. Huch, nein, ich will. Nein! Ich kann jetzt nicht abbrechen. Wenn wir auch noch Karten spielen können. Ach, egal. Ja, ist egal. Also, I5, ist das auch egal, da habe ich jetzt keine Lust zu. Frost bedeckte seine Rüstung. Wie eine Glasscheibe im Winter. Seine Augen. Wie kriege ich denn die jetzt am besten? Ja, gehen wir mal dahin. Rot wie glühende Kohlen. Leicht. Er neigte sich zu mir herüber und flüsterte: Buh! Vielleicht können wir da was kaufen. Sonst wüsste ich jetzt nicht, wie wir... Da müsste ich Krähen jagen oder wie? Wenn wir auf die Karte gucken, kommen wir da so durch, wie ich das hier vorhab? Ja, nicht ganz. Der verfolgt uns. Aber wenn er meint, er könnte mithalten. So, wir sind da. Nee, noch nicht. Was hat der denn? Was hat der denn für ein Problem? Heute habe ich ein Stück Brot bekommen. Ach, das ist doch der Weideler hier. Ach Gott. Ah, mal gucken, ob der... Hi. Weißer Wolf, weißer Wolf. Was braucht der Wolf? Krähenaugen. Ich könnte ein paar Zutaten für Tränke gebrauchen. Was hast du denn da? Was ist das denn alles? Das sind alle Schemen. Ach du meine Güte. Er hat. Jawohl. Nimm einfach mal 6 Stück mit. Vielleicht können wir die noch für was anderes gebrauchen. Was ist das denn? Okay.
So, danke. Bis dann. Dann können wir jetzt uns den herstellen. Nein. Jetzt zurück. Ja. Ja, schon klar. Jetzt müssen wir nur halt alles wieder zurück. Hätte man die Krähenaugen bekommen, wenn man die Krähen abgeschossen hätte? Bestimmt, oder? Also. Wow! Ich glaube, ich habe die Krätze. Tja, Pech. Ach, da sind die Banditen schon wieder. Der war eh keine Chance. Lauf, Plätze! Wieso ist denn jetzt auf einmal Wasser? Wo bin ich denn? Oh! Daneben. Lalala. Geschafft. Das müsste die Aufmerksamkeit des Chords auf sich ziehen. Ah, oh, super, hier war so ein Ding. Manu. Im Ernst jetzt? Warte mal. Hier stand... Okay, damit hat sich meine Frage auch erübrigt. Ob man das durch... Naja. Krähenauge ist also eine Pflanze. Den Geruch dürfte es meilenweit riechen. Gut zu wissen. Die Bestie taucht garantiert auf. Ich muss nur in der Höhle warten. Ich will wieder in die Höhle reinkommen. Aber ach, hier ist der Eingang, oder wie? Ich glaube, ich gehe wieder so rein wie gerade.
Wo war das? Hier, direkt bei dem Baum, ne? Ah! Okay, direkt bei dem Sturm. Verdammt. Oh, Gerard, meine Güte. Einmal speichern. Seht ihr drin eigentlich was? Sonst werde ich gleich die Katze benutzen. Da werde ich jetzt wahrscheinlich eh nochmal warten. Scheiße. Wie die Banditen in Wählen. Okay. Wir nehmen die Katze. Sagen, aus dir mache ich Hackfleisch. Alter! Scheiße! Ja, herzlichen Glückwunsch! Wenn das für uns zweimal trifft, sind wir tot. Okay. Geil. Ach du Scheiße. Na super. Komm schon. Wie die Banditen in Wählen sagen, aus dir mache ich Hackfleisch. Okay, wartet mal. Wo ist es? Das haben wir auch schon mal. Ah, da hatte ich ja nichts von. Hahaha, doch, diese Bombe habe ich. Ja, die Samenbombe. Nee, ich habe einen Mondstaub. Scheiße. Mann, das könnte ein bisschen dauern. Autsch. Oh, ihr seht nichts mehr. Die Katze hat nachgelassen. Das Problem ist nur, ich glaube, so viel Katze. Aua! So viel Katze habe ich nicht. Oh.
Warte mal, das ist doch auch ganz was anderes. Moment, halt. Wartet mal, stopp. Habe ich mich gerade so verguckt? Das Ding ist es. Mensch, ich bin ein Held, aber ich trotzdem nicht. Teufels Bovist habe ich nicht und das Reliktöl habe ich glaube ich auch nicht. Habe ich nicht. Mondstaub und Samen habe ich. Ach. Und Katze hat wieder nachgelassen. Schon. Gut, dass wir gerade noch. Ah, Schwert kaputt. Das war's, Leute. Ich habe keine Katze mehr. Das heißt, bei euch ist jetzt alles ein bisschen dunkler. Tut mir leid. Aber... wir haben ihn gleich. Ah! Oh, Scheiße! Na! Jetzt fall um! Ja, geschafft. Wir haben es geschafft. Okay, dann werde ich jetzt auch direkt den Part hier beenden. Wir werden beim nächsten Mal uns dann die Belohnung abholen und mal gucken, was der andere da noch für eine Quest hat. Meine Güte. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tut mir leid, dass der Rest jetzt so dunkel war. Ich hatte halt keine Katze mehr, die ich einsetzen konnte.
alles verbraucht. Also, beim nächsten Mal geht's zurück. Die Belohnung abholen und gucken, was der andere noch hat. Ich sage erstmal bis dahin und ciao.